Hi Jungs und Mädels, Freunde der Nacht, was geht ab hier? Stefan Lammle ist wieder hier mit einem neuen Erklärvideo zu einem wunderschönen Lied von Franz Schubert, etwas Klassisches. Das Lied heißt Ständchen, ein Zyklus aus Schwanengesang. Also man hat die Lieder in einem Zyklus zusammengesetzt. Und auf der Suche nach Ave Maria bin ich bei Ständchen hängen geblieben. Ave Maria habe ich ja auch schon auf meiner Website bzw. auf YouTube. Und jetzt ein noch schöneres Lied als wie Ave Maria von Franz Schubert, dieses Ständchen für Tenorsaxophon und für Altsaxophon. Die Performance-Video mit der Full-Version ist bereits auf YouTube und ist bereits auf meiner Website www.stefan-lammel.de. Playalongs. Die Playalongs, den Backing Track, den habe ich vorbereitet. Ich habe einen Taktgeber mit eingebaut. Das heißt, ihr bekommt wieder zwei verschiedene. Einmal mit Taktgeber und einmal ohne. Und so kommt es ja dann sehr schön mit. Das Lied ist sehr schön zum Mitspielen. Die Klavierbegleitung ist wirklich sehr schön zum Mitspielen. Man kann es hören. Es ist also nicht ganz so schwierig. Die Schwierigkeit besteht darin, dass man doch etwa drei Vorzeichen hat, die man lernen muss. Ja, erstmal vielen Dank für die tollen Feedbacks. Wirklich tolle Sache, was ihr da macht, dass ihr so begeistert mit dabei seid. Freut mich natürlich sehr, dass ich also da wirklich super gut das erklären kann und ihr mitkommt. Ich mache jetzt mit der Zeit immer noch ein bisschen bessere Griffe-Darstellung, ja, das ist gewünscht worden, dass ich also, wenn ich also jetzt ein Vorzeichen erkläre, dass ich das noch ganz deutlicher am Instrument zeigen werde. Jo, also der Playalong, der Backing Track für Alt und Tenor kommt jetzt in dieser Minute. Also hier kommt der Backing Track. Das ist am Schluss des Videos, also bleibt dran. Am Schluss könnt ihr genau mitverfolgen, wie das ist, wenn man dazu den Backing Track dazu spielt. Zunächst einmal zum Lied. Steht in E-Moll. E-Moll ist die parallele Molltonleiter zu G-Dur. G-Dur hat ein Kreuz mit dem Ton Fis. Das heißt, wir haben hier ein F und hier ist das Fis. Ich zeige nochmal das Fis. Das heißt, oben die 3, anstelle des F hier dieses Fis. Hier ist der Ton Fis. Die 3 oben und hier der Mittelfinger. Jo, so gesehen, glaube ich, habe ich jetzt das erklärt. Wir spielen jetzt dieses Fis in der E-Moll. Und dann gibt es eine besondere Molltonart, die heißt harmonisches Moll. Harmonisch Moll, weil die 7. Stufe erhöht wird. Das ist also harmonisch. Jetzt eine kleine Erklärung. Das heißt, die 7. Stufe von E ist das D. Ne? Von E zu E sind es 8. Eins tiefer, von E zu D ist die 7. Und dann muss man noch auch ein D erhöht spielen, nämlich das Dis. Das heißt, anstelle von D, also hier sind die 3 und hier sind die 3, ist es D, spiele ich den kleinen Finger da, das ist es, das. Den brauchen wir und jetzt spielen wir die Tonleiter E-Moll mit den Vorzeichen von G-Dur, nämlich das Kreuz Fis und die erhöhte 7. Stufe des D wird zu Dis. Ja, man hört diesen Sprung. C, Dis,
E-Dis-C-H-A-G-Fis-E. Die Tonleiter singen. E-Fis-G-A-H-C. Jetzt kommt der Sprung. Ja, das ist markant bei der harmonischen Moll. C, Dis, E, Dis, C, H, A, G, Fis, E. Also das ein paar Mal spielen und schon haben wir eine Erweiterung. Schon seid ihr eine Stufe weiter und besser mit eurem Saxophonspiel. Das ist eine Vorbereitung, was ganz wichtig ist. Stellt euch vor, ein 100-Meter-Läufer, der geht ja nicht hin auf den Startblock und fängt gleich an loszuschießen, ja, sondern der muss sich erst einmal richtig warm machen, richtig dehnen, richtig Gymnastik. Das dauert schon seine halbe Stunde, bis dass der dann volle Kanne losgeht. So gesehen müssen wir Instrumentalisten uns ja auch erst an einem neuen Stück ranwagen und man tut sich wirklich dann leichter, wenn man diese Vorübungen macht. E-Moll harmonisch singen, Notennamen, dann hat man das drin und jetzt gehen wir ans Lied. Ja, das Lied geht also los. H, C, H und das E mit Oktavklappe. Großbuchstaben mit Oktavklappe, Kleinbuchstaben ohne Oktavklappe. Das ist der erste Teil, die erste Zeile. Da kommt dieses Fis vor, ja. Und es geht los mit H. H, C, H, E. Das E mit Oktavklappe. H, A, H, A. Und wieder dieses E. A, H, A, A, G, Fis, G. Dann geht's weiter. H, C, H, G. Das ist das G mit Oktavklappe. H, A, H, A, Fis. Das Fis mit Oktavklappe. E, D, C, C, H, A, H. Ja, das wechselt mal mit und mal ohne Oktavklappe. Aber das Lied hat man gleich im Ohr und man kommt zuerst mit. Zweiter Teil, da brauchen wir dieses Dis, ja. Und dann brauchen wir auch einen neuen Ton, nämlich das Gis. Das erkläre ich euch dann schon. Erst einmal noch einmal das Dis. Hier ist das D mit Oktavklappe. Und dann kommt hier dieses Dis. Ja, hier. Okay. Jetzt kommt schneller Vorschlag. C, D, C. Und beim schnellen Vorschlag darf man einen Hilfsgriff für D nehmen. Das ist nämlich die Seitenklappe hier, der Palm Key, ohne Oktavklappe. Ohne Oktavklappe. C, D, C. Also praktisch Leergriff und dir den Palm Key. C, D, C. C, D, C, H, C, E, C, H. Dann kommt der Anfang wieder das gleiche und da brauchen wir einen zusätzlichen neuen Ton, nämlich den Ton Gis. Der kommt von G, ein Kreuz Gis. Hier haben wir die drei G und Gis kommt hier. Diese Seitenklappe noch mit dazu, der bleibt manchmal hängen. Also, Gis haben wir hier. Aufpassen, wenn er hängen bleibt, muss ich den mit dem Finger wieder hoch tun. Man hört es dann, wenn der Ton G und Gis kein Unterschied ist, dann bleibt die Klappe nicht hängen, sondern ich sage, die bleibt pappen. Ja, bleibt pappen. Das heißt, sammelt sich zu viel Spucke an und dann muss man einfach die Klappe selber mal aufmachen und dann geht's wieder.
Ja, und dann kommt eine komische Stelle, die man richtig üben muss. Cis, dis, cis, c, cis, e. Ja, so langsam. Cis, dis, cis. Haben wir das cis. Das dis ist in dem Fall schwierig vom cis, weil man dann natürlich alle Finger oben, alle Finger unten, die Oktavklappe plus das. Cis, dis. Also man muss oben 3, unten 3, plus den kleinen Finger, plus die Oktavklappe. Das muss man halt oft üben. Cis, dis, cis, c, cis, e, cis, h. Was wir vergessen haben, ist der Ton cis. Cis ist eigentlich ganz einfach. Hier haben wir den Ton C und hier haben wir Cis, ist der Leergriff. Ja? Cis. Hier ist C und das Cis ist hier. Leergriff. Gar nichts. Leergriff Cis. Und dann kommt der Schluss. Fis F, Fis A, Dis E. Also nicht ihr werden mit diesen vielen Vorzeichen, man wird besser. Wie soll man besser werden, wenn man jetzt nicht in so einem gediegenen, langsamen Tempo sich diese Vorzeichen jetzt aneignet? Kann ich euch nur den Tipp geben, dieses Lied ist ideal für die neuen Vorzeichen zum Üben. Für Altsaxophon sind es ein bisschen andere Noten, da habe ich auch dieses Erklärvideo, schaut euch das an. Der Backing-Track, der kommt nämlich dann jetzt gleich. So habe ich alles erklärt, also es ist nichts mehr Besonderes drin. Ein wunderschönes Lied. Und jetzt kommt der Backing-Track, der Play-Along, den ihr haben könnt mit den Noten zuhören. Es sind 4 Takte Einleitung, das heißt, das erkläre ich euch auch, wie man 4 Takte Einleitung zählt. Vor allem, das ist ein Dreivierteltakt. Da zählt man den Takt nur bis 3 Taktschläge. Also 1, 2, 3 für den ersten Takt, 2, 2, 3 für den zweiten Takt, 3, 2, 3 für den dritten Takt, 4, 2, 3 für den vierten Takt. Okay, na schauen wir mal, es geht los. Ich muss mich jetzt noch vorbereiten für diesen Backing-Track. So, Achtung, 4 Takte. Ja, das war der Backing Track, der Play Along.
Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen, Kommentare reinschreiben, schreibt mir rein, was eure Wünsche, was eure Anregungen ist, was ich besser machen kann. Wenn ihr einen besonderen Wunsch habt mit einem speziellen Lied, sagt es mir. Wenn das ein bisschen schwierig ist zu machen, dann muss man sich halt unterhalten, wie man das am besten macht. Bin sehr aufgeschlossen für Neues, für Anregungen. Also nicht scheuen, entweder in die Kommentarbox, was mir am liebsten ist, weil ich dadurch bei YouTube ein bisschen höher komme. Ansonsten auch per E-Mail lammel@web.de und hier nochmal meine Website www.stefan-lammel.de. Bei den Playalongs einfach /Playalongs. Tschüss, Servus, abonnieren nicht vergessen, ciao. Saxophon Newsletter, Sachs Newsletter auch anmelden, nicht vergessen. Ich sage Tschüss, Servus, bis zum nächsten Mal, ciao.